Moin zu Honkai Impact 3. Ja, jetzt kam eine neue Walküre hinzu, sogar zwei, die werde ich euch gleich mal zeigen. Zeitlich limitiertes Angebot. Ein Schuss Vorratbündel der neuen Walküre, sechste Serenade. Und wie ihr seht, Honkai Impact ist jetzt nun auch deutsch verfügbar. Ja, seitdem wurde es jetzt bekannt, dass jetzt auch, ja, in Deutsch, es wird, denke ich mal, auch ein paar Übersetzungen, Probleme so ein bisschen so noch zu sehen sein und so weiteres, aber es dennoch, des Trotz, ja, jetzt viele Leute, die ja ein bisschen abgeschreckt waren wegen der Englischen, weil es ja vorher halt so war. Und es ist dennoch sehr cool, dass jetzt, dass es trotz jetzt auf Deutsch ist, für den einen oder anderen. So, gucken wir mal hier mal anfordern. Momentan schießen die echt die Kristalle hier so raus. Dann haben wir das Event hier. Schicksalkampf, das ist so gesehen von Kapitel 3. Dann haben wir Honkai Chroniken, da gibt es eben halt auch, wo ihr denn die Chroniken abschließen müsst. Dann haben wir hier Mondlichtdorf. Spiele dreimal mit der sechsten Serenade, besinnliche Arien-Prüfungskarte. Also ihr solltet auf jeden Fall hier in dieser Prüfung nochmal spielen. Dann habt ihr hier dies auf jeden Fall auch neu. Alpha-Wölfe für die Nachtknappen. Ja, da gibt es ja eben halt ihr neues Outfit und als neue Walküre quasi. Und dann haben wir hier Dunkelmondstunde. Neue Walküre Trainingscamp gibt es denn hier auch. Beende die weiße Nachtphase von Nachtfall. Die Morgensternphase, dunkle Nachtphase und heller Mondphase. Dann haben wir hier, die ist eben halt, ja, Must-Have für viele, denke ich mal, sie ist ein Dieb. Er hat so Assassin-Skills und so weiteres. Und ja, Cullen wird er auf jeden Fall hier auch richtig gut reinhauen, denke ich mal. Ja, der Homu-Dieb schlägt erneut zu. Dann gibt es eben halt jetzt hier jeweils die Kristalle, die ihr ausgegeben habt, kriegt ihr halt solche Fragmente. Und ich werde euch jetzt auch gleich mal zeigen, wie viele Fragmente ihr dann gleich brauchen würdet. So, dann gibt es außerdem auch dieses Luna-Pakt. Da gibt es hier dieses Outfit. Ich weiß jetzt nicht, für welchen das nochmal war. Könnt ihr sonst in die Kommentare reinhauen. Ansonsten haben wir hier auch nochmal weitere Sachen wie Diamanten und so weiter. Begib dich mit einem Freund auf den Wanderweg. Dann könnt ihr das jetzt hier quasi einfordern. Dann gibt es hier nochmal einen Ausschnitt dazu, dass sie hier vom 7. November bis 21. November geht das hier quasi. Versammelt deine alten Freunde, um den Dieb lebendig zu fangen. So, dann könnt ihr hier sehen, ständiges Gebühr kann gegen 3-Sterne-Outfit oder Kristalle eingetauscht werden. Prüfung des Diebes, Belohnung. Das finde ich lustig, dass sie hier Kapitäne. Ja, dann müsst ihr dafür jetzt was tun. Das ist jetzt hier so, nur so eine spezielle Seite, um da nochmal gucken zu können. So, dann gehen wir auf Angriff. Und dann beginnen wir mit Kapitel 8. Es geht jetzt hier weiter mit der Story. Wille des Herrschers. Hier haben wir nochmal Cutscene. Cutscenes müssen generell immer runtergeladen werden. So, dann beginnen wir jetzt mal. Gut, jetzt haben wir wieder die Homurata Himeko. Die hatten wir ja auch sonst in Kapitel 7 spielen müssen. つけるため、テレサ学園長は天命の敵対組織ネゲントロピーと手を組み、強硬手段で天命本部に乗り込んだ。 彼女たちは本部が審判型崩壊獣と対峙している隙に二手に分かれて、両翼から九州をかけ、本部東側の第三空港を占領することに決めた。テレサさん、飛行部隊が空港の周囲を占拠した。いつでも攻撃を開始できるぞ。いいところに来たわね。こっちも準備完了よ。全部隊戦闘配置、全火力集中。天命本部第三空港を占領するわよ。
Also, dann gucken wir mal. Gut. Filzlocke. So, wir sind immer halt immer noch auf unserem Schiff hier. Oder wir sind jetzt auf ein... Nee, wir sind jetzt auf diesem speziellen Schiff, genau. Wo dieser Turm ist. Wir waren ja im Kapitel 7 meistens auf unser Schiff auf dem Weg hierher. Und jetzt sind wir an unser Ziel angekommen. Sieht schon interessant aus. Hier haben wir den Verteidigungskern. Okay, dieser Boss macht jetzt nicht großartig irgendwie was, außer nur Schutzschild, halt die, nur die Ads machen soweit ihren AOE. So, dann sammeln wir mal schnell hier die Energiepunkte. Oh, noch mehr Gegner. Aber man konnte schon Gott Kana schon sehen. Auf dem Bild. War ja auch schon woanders ja schon draußen, schon lange. Ja, schon sehr, sehr weit und wir hängen mit Europa noch quasi hinterher. Quasi mit den Content. Wenn man jetzt bei den Asiatischen guckt oder Amerikanischen, sind die ja schon wesentlich weiter. Aber ich finde es cool, dass sie hier auch nochmal auf Deutsch gemacht haben. Ich denke mal, die haben bestimmt gesehen, oh, da gibt es ja genügend Leute, also im deutschen Raum, eine Fanbase quasi. Und ich meine, das würden machen müssen die das jetzt quasi nicht so, aber die haben das eben halt schon bemerkt gehabt, denke ich. Deswegen finde ich das ganz cool. Ich hoffe, das wird auch dann bei Star Ocean Amenities auch so werden, weil leider kann ich euch das noch nicht durch BlueStacks zeigen. Ich könnte das jetzt so über Handy-App machen, dass ich euch das so capturen, aber das ist auch ein sehr cooles Spiel. Würde ich auch gerne sonst immer so zeigen, auch so mit Events und was da immer wieder an neuen Content gibt und so weiteres. Das würde ich euch auch gerne in diesem Game zeigen, aber BlueStacks hat da immer noch Schwierigkeiten, da mit der Version kompatibel zu sein. Außerdem gibt es auch ein weiteres Spiel, was ich euch noch demnächst auch noch im Game noch zeigen möchte, so als Handygame. Da kann man sich eben halt auch registrieren und ich würde mich darüber freuen, wenn ihr mir da helfen würdet. Also, ist kein Zwang, aber könnt ihr gerne machen. Auch wenn ihr das selber dann nicht spielt. Hyperion. Schiff. Wahnsinn, ne? Wahnsinnsteil. Ja, und in diesem Spiel hier spielt man eigentlich nur hauptsächlich weibliche Charaktere. Also alles nur soweit Valkyren mit speziellen Kräften. Ausgestattet außerdem auch mit Stigmatas, die dafür zuständig sind, um unsere Kräfte noch zu optimieren.
Jeweils braucht man immer solche Fragmente, um diese Vakuum freizuschalten. Das sieht schon sehr, sehr cool aus. Also ich finde selber, was du hier in dem Spiel für coole Einstellungen hast hier, das finde ich alles sehr, sehr nice. Hier auch mit Grafik und Batteriemodus gibt es halt. Dann gibt es andere Einstellungen. Ja, hier mit den Charakter, Schadensanzeige könnt ihr auch, Teamcharaktere, da ja private Chatnachrichten und so weitere Skills. Und dann hier nochmal die Informationen. Aber ich finde das auf jeden Fall echt cool. Also, das Spiel läuft auf jeden Fall sehr gut. Ich habe jetzt keine Macken oder sonst irgendwas entdecken können. Auch schon sehr lange, seit ich ja am Beginn des Spiels eigentlich. Es werden immer zwei Sachen immer wiederum verbessert oder geändert und so weiteres. Um das immer so gut anzupassen, wie es geht. Ah, okay. Und es kam ja schon in der Zeit immer mehr raus. Also Content-Futter wird auf jeden Fall immer geliefert hier. Und auch immer wieder neue Sachen. Also es werden nicht quasi irgendwie so Sachen mal wieder recycelt. Also man hat hier eigentlich quasi immer wieder neue Sachen. Autsch, 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 autsch. So, weg mit dir. Ja, mal gucken, wie sich das jetzt hier wickelt mit Kapitel 8. Ich versuche ja noch den anderen Schwierigkeitsgraden soweit weiter zu spielen, aber auch während die Events da mit weiter dabei zu sein. Weil ich auch noch nebenbei mit Star Ocean Emanesis am Start bin, was ich eigentlich auch gerne präsentieren würde. Melonenklingen weg. Die sieht aber auf jeden Fall auch sehr cute aus. Ach hier. Maschine rein. Ah, Mechas dürfen hier auch nicht fehlen. So, jetzt müssen wir sie erstmal verteidigen. Schon quasi wie so eine Art Invasion, was jetzt momentan abgeht hier. Oh, das ist nice. Das ist nice. Natürlich nicht gut. Ja, die sind irgendwann Ende ihrer Kräfte. Da staut sich schon ordentlich was zusammen. Kiana, ja, genau. So, jetzt sind wir hier gerade. Rede mit Einstein, Tesla und May. Okay.
ja, genau, Bronja, da war ja auch was. Die wurde ja, wie man ja schon wusste, manipuliert. Und jetzt Einstein. Wo könnte Einstein sein? Ah, die sind in die Mekka oder was? Es ist bequem. Oder sie ist schüchtern. So, jetzt kommen wir zu Theresa. Okay. Oh, noch mehr. Der Wahnsinn hört nicht auf hier. Aber mal gucken, wie sich das weiter zuspitzt. Das ist schon ziemlich interessant geworden. Also sogar ab Kapitel 5. Und hier auch jetzt hier mit 6 und dann sogar mit 7 war es auch schon echt ziemlich cool gemacht. Also es lohnt sich schon. Storytelling hat man hier auf jeden Fall Genüge. Und ihr auch immer wieder neue frische Events und gibt immer was zu tun hier. Das ist eigentlich nicht so schlecht gemacht. Ich mag die Idee hier. Aber ihr könnt euch auch unten in der Videobeschreibung könnt ihr euch über die Homepage auch nochmal informieren über das Spiel hier. Dann halt ausprobieren. Und sonst auch das Spiel, was ich auch pre-registriert habe, habe ich ja jetzt da unten einen Link, da könnt ihr dann sonst gerne da mitmachen bei dem Spiel. Halt auch mal testen. Es gibt außerdem nette Bonis und ich kriege ja auch was vom Kuchen ab, wenn ich da Leute dann noch invite, so quasi. Es würde mich auf jeden Fall freuen. Und weil ich das sonst auch nochmal präsentieren möchte, sonst. Wie schon gesagt, unten in der Videobeschreibung findet ihr das dann. Eine Verlinkung dazu. Okay, gut. So, was haben wir jetzt für eine Zeit? Ja gut, kommen wir, eine machen wir noch. Eine machen wir noch. So, jetzt haben wir sie, wo wir Ende Kapitel 7. Die Suit finde ich echt nice von ihr, ne? Von Fua. Okay. Schauen wir uns das mal an. Sieht schon echt nice aus, muss ich sagen. Also ich finde die Suit schon echt sehr, sehr cool.
Und sehr stark. So, jetzt sind wir in den Supermodus, oh, warte. Das ist cool. Ja, ja, jetzt sind wir im Supermodus. Sieht schon cool aus, wie die Suit dann hinterher noch mehr so leuchtet. Sieht richtig nice aus, dieser Modus. Hat sie auch diese Maske da auf. Sieht schon echt awesome aus, Mann. Nice. So cool gemacht, ey. Wirklich sehr, sehr cool sieht das aus. Dann hier so offen und alles. Da verändert sich sogar die Suit, ne, wie ihr seht. Guck mal, wie das sich das auch verändert hat, so. Sieht ja schon ein bisschen anders aus. So, jetzt wie wieder Normalmodus. Schon echt Wahnsinn aus. Ara, ara. Komarimashita, ne. デュランダル様は綺麗好きですからね。ちゃんとお掃除をしませんとね。 Meisterin Duradal. リタさん。お帰りなさいませ、深様。審判型崩壊獣の討伐お疲れ様でした。お茶でもいかがです？ Ah, das ist doch die mit der Sense, die habt ihr auch schon mal gesehen gehabt auf YouTube. Habe ich auch schon mal gesehen, die gute. Das wird nicht nötig sein. Ah, das hätten wir hier höher machen sollen, damit man auch die längeren Texte auch hier unten so lesen kann. Dass sie das hier irgendwie weiter höher setzen oder das vielleicht, keine Ahnung, so machen oder sowas halt, dass man das dann besser lesen könnte, denn. Aber man kennt ja deutsche Texte, ne? Die sind wesentlich länger als jetzt hier mit englischen. Okay, gut. Okay. Ich würde erstmal verlassen und dann sehen wir uns dann im nächsten Part hier mit Kapitel 8 und natürlich auch mit den kommenden Events hier, was jetzt momentan auch am Start ist bei Honkai Impact. Ja, wenn ihr nächstes Mal wieder gerne zuschauen wollt, dann guckt wieder beim nächsten Mal hinein, da gibt es hier nochmal weiter zu Kapitel 8 und mal gucken, was uns denn noch erwarten wird. Gut, an der Stelle danke fürs Zuschauen, Leute. Und selber viel Spaß bei Honkai Impact 3, falls ihr Bock habt. Es ist jetzt nun deutsch verfügbar. Und unten findet ihr eine Verlinkung zu der Homepage zu Honkai Impact 3. Außerdem auch zu dem Spiel mit der Pre-Release-Registrierung. Ihr müsst das Spiel nicht unbedingt spielen, könnt auch gerne so registrieren, um mich zu unterstützen mit den Bonis. Aber ihr könnt auch selber euren Vorteil einheimsen, indem ihr euch da eben halt mit anmeldet. Und durch meinen Pre-Registrierung, dann seid ihr auch so mit an Bord. Ja, je nachdem, wie ihr euch entscheidet, würde ich mich aber dennoch freuen und ich würde euch das dann demnächst auch mal gerne präsentieren, wenn es soweit ist. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Honkai Impact 3 oder bei einem meiner anderen Videos. Würde mich über eure Unterstützung freuen. Daumen nach oben, auch Kommentare und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, Leute, und haut rein.